Kuckuck, hallo, da bin ich wieder. Es gibt ein neues Video, beziehungsweise gleich zwei neue Videos, denn es gibt neue Sorten von Espresso, und zwar diesmal permanente, die sogenannten Master Origins. Und die will ich einmal mit euch verkosten, beziehungsweise testen, euch vorstellen, was das für welche sind und wie sie schmecken, mir zumindest. Hier noch einmal schnell die Tasche. Ich habe auch noch mal die Pure Origins gekauft, so sehen die hier aus, vielleicht kennt ihr sie. Das ist einmal Bukela, das ist ein Lungo aus Äthiopien. Dann haben wir Dulçao, das ist aus Brasilien, ein Espresso, sehr mild. Dann haben wir den indischen Espresso oder Ristretto, der ist sehr würzig und kräftig. Und als letztes Rosa Baia aus Kolumbien, der ist etwas saurer, aber auch fruchtig. So, und diese vier Pure Origins werden ersetzt durch fünf neue Sorten, die sogenannten Master Origins. Die kommen auch jeweils aus einem Anbauland. Das Gute ist, man kann diese Master Origins jetzt bei immer als Espresso und als Lungo trinken. Und deswegen mache ich auch zwei Videos, damit wir einmal die Espresso-Verkostung ausführlich machen können und dann im anderen Video ausführlich der Test für die Lungo-Varietäten. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich mag Bukela Lungo so gern und ich hoffe, dass die neue äthiopische Variante ein würdiger Ersatz dafür ist. Wehe nicht, dann gibt es richtig Ärger. Wunderbar, dann geht's jetzt los. Wir gehen jetzt einmal in die Küche und machen dann die Lungo-Varianten von den Master Origins. Also bis gleich. So, erstmal jetzt die Tasche auspacken. Was haben wir da alles drin? Portemonnaie brauchen wir nicht. Kassenbon brauchen wir auch nicht. Keks. Yes. Ah, das ist ja interessant. Das habe ich nicht gekauft. Die beiden Sondersorten gab es nochmal umsonst dazu. Das ist aber nett. Jetzt kommt das Wichtigste. Tada! Vom Land inspiriert, von Meisterhand geschaffen. Die Master Origin. Da will ich euch erstmal kurz zeigen, wie das hier aussieht. Also, das ist wie so ein Buch. Das kann man so aufklappen. Und dann stehen hier nochmal so ein paar Informationen zu den verschiedenen Sorten. Wir haben Nicaragua diesmal jetzt dabei. Dann wieder Äthiopien. Dann haben wir Indien, ist auch wieder mit von der Partie, ebenso wie Kolumbien. Und als Neues ist noch Indonesien dazugekommen. Hier hinten steht das nochmal alles drauf. Könnt ihr Pause drücken, könnt ihr das in Ruhe durchlesen. Will ich euch jetzt gar nicht mit langweilen. Und viel wichtiger, wie sehen die Kapseln jetzt von vorne aus? Hier sieht man die Namen, in Großbuchstaben ist das jetzt. Und hier sind nochmal die tollen Farben. Und hier sieht man schon, wie der Style von diesen Kapselverpackungen ist. Das ist hier, sind das so Kaffeefelder. Und was eben, wie gesagt, neu ist, man kann als Espresso und als Lungo trinken. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Die haben jetzt den Namen hier drauf stehen und auch unten steht das einmal drauf. Und ich habe auch mal zum Vergleich die Farben dazu gelegt. Hier ist Bukela, das ist, würde ich sagen, ziemlich identisch mit dem neuen äthiopianischen. Hier ist Rosa Baia, hier ist der andere aus Kolumbien. Da sind die Farben ein bisschen anders. Aber kennt ihr diese Limited Edition noch? Selection Vintage 2014. Die Farbe kommt denen schon sehr ähnlich. Indien ist so grün, hier ist Indria, der vorige Pure Origin aus Indien. Das ist eine andere Farbe, wie man sieht. Das Grün ist kräftiger. Das hier war wirklich metallig eher. Und Nicaragua ist in diesem Gelb gehalten. Das Dulçao ist natürlich nicht dasselbe Land, aber ich wollte mal die Farbe vergleichen. Die passt natürlich auch nicht. Der Voluto kommt dem aber etwas ähnlich, habe ich mal hier daneben gelegt. So, dann haben wir jetzt die indonesische Kapsel und machen uns daraus jetzt einmal ein Lungo. Fertig! Yes! So, dann wollen wir das mal verkosten. Auf geht's! Okay, dann wollen wir mal verkosten. Also der schmeckt so okay. Der erinnert mich ein bisschen an Linizio oder Vivalto, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube eher Linizio Lungo. Er ist nicht übermäßig sauer und auch nicht bitter, zum Glück. Nur ein ganz bisschen schmecke ich so Holznoten heraus, aber das ist wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Er ist halt sehr weich und vor allen Dingen mild, das gefällt mir ganz gut. Schmeckt wie ein normaler Kaffee, sag ich mal. Okay, so viel zum blauen indonesischen Kaffee. Der hat übrigens Intensität 8. Kommen wir jetzt zum nächsten, zu dem grünen. Das ist der indische Kaffee. Der hat mir als Lungo sehr gut geschmeckt. Er schmeckte ziemlich genauso wie ein Vivo Lungo, also eher so holzig und ein bisschen schwerer und dicht.
Gleichzeitig ist das aber auch ein Nachteil, finde ich, weil ich dann natürlich lieber ein Vivo-Logo kaufe, anstatt den teureren indischen Master Richen. Aber das nur am Rande, der Intensität 11. Dann kommen wir jetzt zum pinken kolumbianischen Master Richen aus Kolumbien. Der war als Longo sehr lecker, sehr frisch und schmeckte nach roten Früchten. Hat mir sehr gut gefallen. Und der ist auch nicht vergleichbar mit einem anderen Longo, den es bisher gibt. Insofern ist das so ein kleines Highlight der Master Richens aus meiner Sicht. Und der hat Intensität 6. Als nächstes haben wir den goldenen aus Nicaragua, das ist dieser hier. Der war als Longo sehr mild und weich, aber trotzdem sehr dicht. Fand ich aber im Nachhinein doch etwas langweilig. Ist halt so ein normaler Kaffee. Würde ich, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Müsst ihr mal probieren. Hat zumindest Intensität 5. Und als letztes der aus Äthiopien. Der war als Longo auch sehr lecker, sehr blumig vor allen Dingen. Schmeckte jedoch ziemlich genauso wie Bukela aus Äthiopien. Das heißt, das ist ein guter Ersatz, aber eben kein anderer Geschmack. Das heißt, mein Highlight ist so irgendwie der kolumbianische. Diese fruchtigen Noten haben wir sonst als Longo gar nicht zur Auswahl. Und das hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Den werde ich bestimmt noch öfter mal trinken. So, das heißt, was können wir jetzt festhalten? Die neuen Single Origin Kaffees, die Nespresso jetzt im Angebot hat, sind ein würdiger Ersatz für die Pure Origins aus meiner Sicht. Aber es kommt wie immer natürlich auf den Geschmack drauf an, was ihr mögt, was ihr vorher mochtet, was ihr ausprobiert. Also testet die am besten vorher. Leute, denkt aber auch an den Preis. Die Pure Origins waren zuletzt 4 Euro und jetzt 4,20 nach der Preiserhöhung in den letzten Wochen. Und die kosten sogar nochmal 10 Cent mehr pro Stange. Das geht natürlich, aber immerhin sind es 4,30 Euro je Stange. Also falls ihr Bukela zum Beispiel mögt, dann kauft euch lieber noch ein paar Bukela, weil der von Äthiopien schmeckt eigentlich ja genauso, wie ich gesagt hatte. Okay, das war es dann auch schon wieder von mir und von diesen neuen 5 Sorten, die eben wie gesagt permanent im Sortiment jetzt sind. Das ist keine Limited Edition, sondern permanente neue Sorten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass ihr ein bisschen schlauer geworden seid und nun wisst, welche Sorten ihr hiervon probieren wollt oder sogar kaufen wollt. Ansonsten sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Das wird wahrscheinlich nächsten Monat schon sein, wenn das neue Virtual-System in Deutschland eingeführt wird. Das sind diese großen Kapseln. Schaut da mal auf meinem Blog nach, da habe ich schon einen kleinen Artikel dazu verfasst. Da könnt ihr schon mal gucken, was euch erwartet. Also bis dahin, einen schönen Tag, schöne Zeit und bis bald.